Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch eine dritte Kartenidee zeigen zum neuen Jahreskatalog. Der startet ja morgen. So schaut sie aus. Hier habe ich gearbeitet in Heideblüte. Wir arbeiten heute mit Kirschblüte und dem Produktpaket oder mit der Produktreihe von Hand gemalt. Da haben wir zum einen das Stempelset und die passenden Stanzformen. Bei dem Stempelset war es ja so, inzwischen kann ich sagen, es war. Hier ist ja ein Schreibfehler, da fehlen ja die Ö-Punkte. Ich habe jetzt das neue Stempelset noch nicht. Das werde ich, denke ich, in den nächsten Tagen bekommen. Und der Fehler ist aber inzwischen behoben und somit ist das Stempelset auch ab morgen verfügbar. Dann natürlich korrigiert. Dazu genommen habe ich die Stanzform bestickte Rechtecke. Und zwar bekommt ihr die auch in dieser Anordnung geliefert. Und ich habe jetzt von der schmaleren Seite diese drei benutzt. Falls ihr die Stanzform nicht habt, schreibe ich euch die Zentimetermaße mit auf meine Homepage, wo ihr auch alle anderen Maße findet. Und dann legen wir mal los. Ihr braucht für die Karte eine Grundkarte in 21x14,5, das ist Kirschblüte. Zwei Mattungen in 14x10, ich habe die Rechtecke hier auch schon aufgeschrieben. Also die großen, die drei im Hintergrund, sind 4,3x9,5. Dann habe ich hier die Mattung in Heideblüte, die ist jetzt gleich in Kirschblüte. Das Rechteck ist 3,3x8,3 und das kleine obendrauf ist 2,3x7,3. Und wir falzen als erstes mal die Grundkarte. Die legen wir mal an die Seite. Und zwar wie immer an der langen Seite bei 10,5. Die falzen wir uns nach. Und dann kann die erst an die Seite. Wir müssen nämlich erst ein bisschen stempeln. Und zwar stempeln wir heute in den Farben Minzmakrone, Aquamarin, Heideblüte und Kirschblüte. Und in Schwarz, Memento Schwarz nehme ich dafür. Wo habe ich denn mein Reststück? Da stempeln wir uns jetzt erst einmal die Blüte drauf. Und da das hier jetzt ein größerer Stempel ist, nehme ich das Stempelkissen in die Hand und gehe auf den Stempel und färbe mir den ordentlich ein. Gleich zumachen, bevor wir reinpatschen. Oh, bei euch sieht es hier so schwarz aus, als wäre da ordentlich Farbe drauf. Ah, aber mein Stempelkissen ist ein bisschen schwach auf der Brust. So, dann nehme ich mir unsere Stempel- und Perforiermatte und lege die da drunter. Denn die Füllstempel, das sind ja alles flächige. Und da eignet sich die Matte sehr gut. Dann werden die Stempelabdrücke einfach etwas schöner. Wir fangen an mit Kirschblüte und mit der großen Blüte. Und jetzt ist es so, dass die Füllstempel nicht exakt in die Outlines passen, denn das soll ja ein Aquarelllook sein. Und hier sieht man das ganz gut. Die werden also nicht ganz ausgefüllt, sondern es bleibt immer so kleine weiße Ränder. Das muss man mögen, das ist Geschmackssache. Ich finde das Stempelset sehr schön. So, Kirschblüte brauchen wir dann nicht mehr. Als nächstes nehme ich dann Minzmakrone für die Blätter. Da habe ich jetzt erst das große Blatt. Und da stempel ich jetzt
Einmal das große, oh, das war daneben, nicht so schlimm. Und zweimal. Dann brauchen wir das kleine. Und da habe ich auch, mich blendet das euch wahrscheinlich nicht, einmal voll abgestempelt, das zweite Blatt wieder etwas schwächer mit dem zweiten Abdruck. Das stempelt sich natürlich leichter, wenn man da mit dem Kopf drüber kann. Aber das bringt euch ja nichts, weil dann seht ihr nichts. So, das kleine Blatt. Dann machen wir als nächstes diese Blüte hier. Und auch die hier oben. Die stempeln wir in Heideblüte. Einmal da. Und dann nehmen wir den nächsten Füllstempel. Das ist dann der etwas kleinere für hier oben. So. Und dann brauchen wir noch Aquamarin. Dann nehmen wir den Acrylblock nochmal für die doppelte Blüte. Einmal da und einmal da. Und dann können wir uns den großen Stempel einmal sauber machen. Dann nehme ich unser Reinigungskissen für. Das halte ich, ups, das war der Katalog, der da abgeschmiert ist. Das halte ich jetzt in der Hand, weil wenn ich es auf dem Tisch liegen würde, wenn das Kissen auf dem Tisch liegen würde, jetzt während der Aufnahme, dann würde das unwahrscheinlich wackeln. Das stanzen wir uns aus. Das habe ich schon einmal vorbereitet. Also da sieht man auch, finde ich, den Unterschied. In der Kamera leider nicht so. Das ist jetzt noch ein bisschen feucht und hier ist es schon getrocknet. Aber ich habe es schon einmal ausgestanzt. Und dann nehmen wir uns jetzt eine von den Mattungen und das Stempelkissen in Kirschblüte nochmal. Machen uns den noch einmal in die Farbe. Und dann stempel ich jetzt einfach in zwei Ecken ein Stück von dieser Blüte. Dann haben wir unsere Mattung auch schon fertig. Und was müssen wir noch stempeln? Unseren Spruch. Das heißt, das kann an die Seite. Dann brauche ich jetzt das kleine ausgestanzte Rechteck und den Spruch. Und dann nehme ich jetzt nochmal das Memento. Und den Spruch setze ich mir jetzt schön nach rechts, weil ich das Rechteck oder die Rechtecke gleich unter die Blüte schieben möchte. Und da ich ja jetzt, wie gesagt, noch das Stempelset habe, wo die Ö-Punkte fehlen, nehme ich mir jetzt einfach unseren schwarzen Stampin' Write Marker, mache mir da zwei Pünktchen und dann steht er auch schönen. So, und dann können wir auch schon zusammenbauen. Also, wir nehmen als erstes mal die zweite Mattung und unsere drei ausgestanzten Rechtecke. Und da fange ich jetzt in der Mitte an. Das messe ich mir jetzt nicht aus, das könnt ihr gerne machen. Klebt mir als erstes mal das hier in der Mitte, drückt das aber noch nicht fest an, sondern legt mir die anderen beiden daneben
und kann dann schauen, ja, das sieht gut aus, das passt. Dann drücke ich es in der Mitte fest. Und dann können wir die anderen beiden auch aufkleben. Die klebe ich jetzt flach auf, weil wir gleich den Spruch schon erhöht aufkleben. Und auch die Blumen. So, Nummer 3 sitzt auch. Darauf kommt dann das nächste Rechteck. Das kleben wir flach. So ungefähr. Dann nehmen wir uns Dimensionals dazu. Spruch andersrum, nicht die Dimensionals umdrehen. Dann kommen wir nicht dran. So, da kommen 3 Stück drauf. Das kommt dann hier hin. Und dann haben wir unsere Blüte noch, unsere Blüten, und die möchte ich gerne hier hin haben. Heißt, in diesem Bereich brauche ich nochmal Dimensionals, damit wir die Höhe von dem Etikett wieder aufheben. Und dann machen wir hier ein bisschen Kleber hin. Habe ich die Folie nicht abgemacht? Nee, natürlich nicht. Ich wundere mich schon, warum es nicht klebt. Tada! So, jetzt aber. So, und dann kleben wir das nur noch auf die Grundkarte. Da schauen wir jetzt, dass das schön an allen 4 Seiten den gleichen Abstand hat. Meine Mattung kommt dann später innen rein, wenn ich die Karte beschriftet habe. Und jetzt, wenn ihr mögt, ich habe jetzt hier unten noch Strasssteinchen hingesetzt. Das ist natürlich auch wieder Geschmackssache. Wo ist mein Piekser? Da. Und zwar habe ich da einfach einen von den mittleren genommen und 2 kleine und da einfach rechts und links einen hin. Und somit ist die Karte schon fertig. Hier ist nochmal die in Heideblüte. In Aquamarin stelle ich mir die auch schick vor. Und das war's schon für heute. Mein Projekt für Montag. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ab morgen sind die Produkte bestellbar. Und wie immer, falls ihr Fragen habt oder die Produkte von Stampin' Up! Bestellen möchtet oder wenn ihr sogar im Mai jetzt einsteigen möchtet, dann meldet euch gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!